grüne Neune. Der ist ja sehr gut gepflegt, der Weg. Und ich habe Flipflops an. Jetzt muss ich erst mal gucken. Dort stand plötzlich ein Schwarzer hinter mir. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Ah, der steht da noch. Guten Morgen allerseits. Heute ist das Wetter nicht so schön. Schaut mal. Ich bin heute Morgen auch vom Regen aufgewacht und dachte, mein Nachbar duscht. So sehr hat es geregnet. Jetzt ist es auch recht kalt draußen, sodass ich mich heute wärmer anziehen muss. Denn ich möchte das erste Mal alleine mit dem Bus zum Parque do Manguasol fahren. Das sind so Mangroven und auf Bildern habe ich auch Krokodile gesehen. Ich bin gespannt. Spannend wäre es ja. Also, ich werde euch mitnehmen. Bis dann. So, jetzt geht's los. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch im ganzen Land, der eine Regenjacke trägt. Alle anderen haben Regenschirme. Obrigada. So, das wäre schon mal geschafft. Jetzt muss ich zur nächsten Busstation, also zum Terminal, das heißt Tikan. So, hier ist das Terminal, hier muss ich aussteigen. Und in Bus 221 einsteigen. Das ist der hier. So, das Busfahren habe ich erstmal geschafft. Jetzt bin ich auch in der Nähe des Parks, wo ich hin will. Und ich habe mir eine Karte bei Google Maps runtergeladen und mir jetzt den Standort der Bushaltestelle gespeichert, dass ich den nachher auch wiederfinde. Und jetzt gehe ich erstmal diesen Park suchen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Ich muss genau da gerade rüber auf die andere Seite. Aber ich kann schlecht über die Autobahn laufen. Jetzt gehe ich einfach erstmal in diese Richtung, in der Hoffnung, dass dort irgendwie eine Überquerung oder irgendwie eine Fußgängermöglichkeit gibt. Jetzt komme ich hier noch am Supermarkt vorbei. Den kenne ich schon, Angeloni von Ingleses. Und jetzt werde ich mir erstmal schnell was zum Frühstücken holen, weil ich habe ja noch nicht gefrühstückt. Ha, da sind wir jetzt in der richtigen Abteilung. So, jetzt habe ich vergessen, die Brötchen abzuwiegen. Genau, gerade rüber von Angeloni. Allerdings ist hier die Autobahn und ich wusste nicht, wie man hier über die Straße kommt. Scheinbar geht man einfach gerade rüber, wenn es klappt. Ach, du grüne Neune. Der ist ja sehr gut gepflegt, der Weg. Und ich habe Flipflops an.
Jetzt muss ich erst mal gucken, dort stand plötzlich ein Schwarzer hinter mir, der mich auf Portugiesisch ansprach. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Die Leute machen einen hier so viel Angst, wie gefährlich es hier ist, dass ich mir bald selbst in die Hose mache. Ah, der steht da noch. Ganz schön geschwitzt, aber nichts passiert. Ich finde nur nicht richtig den Eingang. Das war jetzt nur ein kurzer Weg. So, zweiter Versuch, hier wieder in den Park zu kommen. Jetzt bin ich hier immer an der Autobahn entlang gegangen. Das ist furchtbar von den Geräuschen her. Aber ich hoffe, jetzt höre ich mal ein bisschen Urwaldgeräusche. Und mir kommt nicht wieder ein Schwarzer entgegen. Aber scheinbar habe ich hier Pech, denn es kommt schon wieder jemand hinter mir hinterher. Ich hoffe, der geht in die andere Richtung. Hier wimmelt es von Krebsen. Sobald ich in die Nähe komme, sind sie alle weg. Wie eklig, ich möchte hier nicht reinfallen. Da läuft ein Tier. Ah, ein Vogel, der versteckt sich. Seht ihr den? Dort zwischen den Bäumen? Versucht zu zoomen, da zwischen den Bäumen sitzt ein großer Vogel. Jetzt geht er los. Da sitzt schon wieder einer. Wieder angekommen. War echt ein anstrengender Tag. Ich habe gerade mal geguckt, 8,4 Kilometer auf einer Betonstraße direkt neben der Autobahn zu laufen, da brummt einen ganz schön der Schädel. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Also bis morgen. Ciao.